very impactful and potentially even more important than calorie restriction when it comes to extending lifespan. However, when you look at rodent data, it tells a different story. The rodent data would indicate that energy restriction is far more impactful than protein restriction. So if you look at the effects of rodent studies where they do calorie restriction with protein restriction, lifespan doesn't seem to differ when you compare that to studies where they do calorie restriction without protein restriction. So the calorie restriction, wherever protein happens to be, seems to really be pulling a lot of the weight when it comes to life extension in rodents. When I think of myself, you know, like my self-image, I don't think of myself as an insect. You know, am I a mouse? Pretty much. You know, I'm much more of a mouse than I am an insect, in my opinion. Yeah. So based on that alone, it's your physiology. Yeah. So that's important to keep in mind, is that we are outliers. And so when we are trying to extrapolate from... Good morning, Leute. Herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Es ist Samstag, der 30. Oktober um 5.33 Uhr. Und ich befinde mich gerade in einem Airbnb in Regensburg. Anna und ich sind ja gestern, also am Freitag, aus Wien zurückgefahren nach Deutschland und sie hat mich hier in Regensburg abgesetzt. Und zwar werde ich heute einen Freund besuchen, und zwar den Daniel, der hier in Regensburg lebt. Und wir werden heute zusammen trainieren und heute Abend zusammen eine Pizza essen gehen. Ich freue mich schon drauf, ich werde euch auch das Training mitfilmen. Es wird ganz interessant, denke ich, da er so vom körperlichen, ja, mehr oder weniger komplett das Gegenteil von mir ist. Er startet in der Bodybuilding, in der offenen Klasse und hat doch einiges an Masse an seinem Körper und trainiert auch ein bisschen anders als ich. Aber wir werden heute bestimmt gut aufeinander kommen. Ich freue mich total drauf. Und ich habe hier auch eine total coole Wohnung. Ich bin total happy. Zeige ich euch gleich mal ein bisschen. Es gibt erstmal Frühstück. Dann werde ich ein bisschen arbeiten, habe noch einen Call. Und dann geht es später ins Training. Und zwar werden wir Beine und Pull machen. Ich trainiere generell diese Woche so ein bisschen Freestyle und ja, freue mich einfach auf ein gutes Training und gute Vibes. So, erstmal total witzig, dass es einfach genau den gleichen Toaster und genau den gleichen Wasserkocher gibt wie bei mir zu Hause, nur in diesem Beige. Richtig cool. Und ich habe mich total verliebt in diese Kaffeemaschine, weil hier kann man einerseits Tee kochen, aber auch Kaffee. Und ich werde den Kaffee gleich probieren. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob ich mir das auch nach Hause anschaffe. Und es gibt einen goldenen Wasserhahn, Leute. Geil ist das bitte. Das einzige Manko ist, dass ich keine Mikrowelle habe und mein Porridge eben im Ofen machen musste. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen geburnt, aber ich freue mich trotzdem drauf. Es gibt Tee und Kaffee und ich gönne mir jetzt noch ein Video. Wow, Leute, mein Porridge Cake ist richtig nice geworden. Der ist richtig crunchy. Ihr habt gesehen, es ist so eine ganz flache Ofenform, die ich hier gefunden habe. Und es ist zwar richtig soft innen drin, aber oben ist es richtig crunchy im Ofen geworden. Ich bin richtig happy über diesen Porridge Cake. Also doch ziemlich geil. Das vorletzte Video, was ihr hoffentlich dann schon gesehen haben werdet, wenn ihr dieses Video seht, ist jetzt gerade gesperrt worden. Ich bin ein bisschen genervt, weil ich bei den Gym-Übungen, als wir im Gym trainiert haben, nicht die Musik überspielt habe. Und jetzt muss ich das nochmal schneiden, nochmal hochladen. Es soll irgendwie nicht sein. Erst hatte ich Probleme mit meinem Google-Konto. Aber egal, ich werde das wahrscheinlich heute noch für euch hochladen. Und ja, ihr werdet dann schon dieses Video gesehen haben. Okay, Leute, es ist Pre-Workout-Time und ich habe auch den Rice Pudding jetzt einmal im Ofen gemacht und ich glaube, das ist gar nicht mal so kacke geworden. Ist auch sehr krustig, bisschen flüssiger, aber geil, ey, probiert mal den Rice Pudding im Ofen, voll die neue Erkenntnis. Alright, Leute, ich bin jetzt im Gym und zwar bin ich im Gym von Daniel, der gerade zu faul ist, auch mit mir sich auf den Treppen warm zu machen. Aber wir haben jetzt gleich vor, Beine und Pull zu trainieren. Und du kannst mal erzählen, womit wir anfangen. Mit was starten wir? Ich starte gern mein Pull-Training erstmal mit Bauch. Dein Ernst? Schon? 3 Sätze an der Bauchmaschine und danach
kommt dann als erste Übung einarmiges Rudern am Kabelzug mit leichter Seitneigung. Also der Grund ist dahintergehend, weil wir dann einfach eine maximale Verkürzung bei voller Kraft optimieren können. Und die maximale Verkürzung von einem Muskel ist immer schwer zu erreichen am Ende vom Training oder mitten vom Training. Deswegen setze ich diese Übung gerne ganz an den Anfang vom Training, so heißt es. Um wirklich da das volle Potenzial rausholen zu können. Und danach gehen wir über zum Langhantelrudern, auch nochmal eine Latissimus-Übung sozusagen. Und den Rest seht ihr. Alles klar, habt ihr mitbekommen. Fangen wir also mit Bauch an. Das ist für mich auch was Neues. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Booty machen. I'm a specimen, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. I'm a specimen, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. My lab's dope, I wear fancy clothes. I'm a hella woke, I got hella shows. As I'm earning dough, I'ma bring the show. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night. Let me be your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of fashion. I'ma lift you up before I throw you out. Cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss. I'ma spend, let it cost. Let me live my life in blitz in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. All day and night. All day and night. All day and night. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up. I'm a pig in a stew. I don't give if I'm rude. Let me live my life in blitz in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. My life's dope. I wear fancy clothes. I'm a hella woke. I got hella flows. As I'm earning dope, I'ma bring the show. Anywhere I go, live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night. Live a life to the maximum. Der Zug kommt aus dem Ellbogen. Nicht zum Händen ziehen, sondern wirklich auf die Ellbogen konzentrieren, dass die nach hinten und an den Ellbogen herangeführt werden. Yes, dann spürt ihr auch den Latt. Genau. Wie läuft's, Daniel? Mit der Kamera überrascht. Bisher ganz gut, also ein bisschen besser sogar als erwartet. Steigerungen waren jetzt bei jeder Übung da. Also bisher läuft es gut. Im Latissimus sind wir jetzt durch. Zwei Übungen. Also Kabelrudern, Dynamik und Langhaltrudern. Und jetzt kommt noch Latzug, breit für den Oberrücken und noch Rack-Chins für den Oberrücken. Und dann sind wir im Rücken durch. Und noch eine Übung Nacken. Eine Übung Ich glaube, die setze ich aus, die Nackenübung. Ach komm. Dann haben wir zwei Bizeps und dann noch Booty. Thank you.
Warum nutze nicht die volle Range of Motion? Weil es für mich die volle Range of Motion ist, beziehungsweise die aktive Range of Motion, die es ankommt, sozusagen. Die aktive Range of Motion ist der Bereich, wo der Muskel, der Zielmuskel aktiv arbeitet. Wenn ich jetzt tiefer ziehen, würden andere Muskeln die Arbeit übernehmen und das würde ich erreichen. Makes sense. Living life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night. I'm a pig in a stew. I don't give if I'm rude. Let me live my life in bliss. Wann du sagst, es gefällt dir? Ja, voll gutes Gefühl am Rücken. Was anderes sind ein paar mehr Reps, ein bisschen mehr Volumen als bei normalen Trainings. Nice. I got hella flow. There's a man who don't. I'ma bring the show. Anywhere I go. Live a life to the maximum. All day and night. All day and night. Ich bin schon ein bisschen sad, dass ich das nicht bei uns habe, aber es war richtig nice. Und jetzt machen wir erstmal noch Lip Drops. Ne? Yes. Ach komm, das Pad brauchst du gar nicht. Ja, das ist immer ein aktives Interview. Ja, mittlerweile schon, weil kein Fett mehr auf die Hüfte ist. Na. Komm wieder. Hoffentlich nicht. So, hier gibt es noch ein bisschen Schwachstellenbekämpfung. Ja, erstmal aufwärmen. Und bei mir auch Schwachstellenbekämpfung bzw. Aufholen der Schwachstellen an der Gluteal Raise. All day and night. All day and night. Let me be your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of passion. I'ma lift you up before I throw you out, cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss. I'ma spend, let it cost. Let me live my life of bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller. Take a deep breath, I'm shark you 7 days a week, I beat up on nine. Und für mich geht's noch eine Runde an die Kickbacks. Ihr wisst, ich kann nicht auf meine Kickbacks verzichten. Ich bin super happy, das Training geht jetzt glaube ich schon über 3 Stunden jetzt fast. Aber es ist mal okay, jetzt mal ein bisschen länger zu trainieren und Glutes zu machen. Morgen mache ich dann noch einen Push-Day, bevor es nach Hause geht. Was gibt's jetzt? Post-Workout. 75 Gramm Total Protein Schoko Karamell mit 175 Gramm Schoko Krispies. Und Post-Workout Supplements ist Taurin, Magnesium, Kurkuma, Ashwagandha und Berberin. Sozusagen optimal für die Verdauung, Regeneration, Erholung direkt einzuleiten nach dem Training.
Genau, bei mir gibt es natürlich kein Total Protein, ist ja ganz klar, sondern Designer Whey. Wie viel Gramm? 20. Ich habe leider nicht mehr. Aber ich habe auch Cornflakes, yay. Happy Sunday, Leute. Es ist der nächste Tag. Wir hatten gestern ein nices, aber langes Training. Wir haben ja ziemlich lange Pull gemacht und dann noch Beine gemacht. Und es war cool, aber ich war am Ende noch echt fertig und habe dann auch das Post-Workout gebraucht. Wir waren gestern Abend noch Pizza essen. Ich habe leider meine Kamera vergessen, aber ich blende euch hier ein paar Clips ein. Es war richtig lecker. Ich hatte so eine amerikanische Pizza und die war halt tatsächlich so fett wie zwei napoletanische Pizzen. Und Daniel hatte zwei napoletanische Pizzen und ich hatte eine amerikanische und habe sie nicht geschafft. Und ihr wisst das, wenn ich etwas nicht aufesse, und zwar auch Pizza, dann muss es wirklich viel sein. Und der Cheese Pull, der war echt krank. Es war richtig lecker, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Schon verrückt, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Pizza nicht geschafft habe. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Und ja, auch crazy, dass ich diese Woche einfach Burger und Pizza hatte. Aber Stefan hat es abgesegnet, es hat gepasst. Die Form ist jetzt heute auch nicht so dramatisch schlimm, wie ich es jetzt erwartet hätte. Ich bin auch froh, dass ich die Pizza nicht ganz aufgegessen habe, weil früher hätte ich es vielleicht doch gemacht, auch wenn ich keinen Hunger mehr gehabt hätte und mir dann vielleicht noch einen Nachtisch gegönnt oder so. Und ich habe einfach so lange gegessen, wie ich Bock hatte, habe dann aufgehört. Und das ist auch für mich ein cooler Progress, den ich auch nicht immer so hatte die letzten Jahre. Deswegen ist das auf jeden Fall eine nice Sache. Ich fahre jetzt gleich nach Hamburg, beziehungsweise erstmal von Regensburg aus nach München und dann nach Hamburg mit dem ICE. Freue mich unnormal doll, wieder in meine Routine reinzukommen. Es war eine richtig coole Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe, dass ihr einige Einblicke bekommen habt. Und gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, Jule und ihr Orientierungssinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein paar Einblicke gegeben habe, dass ihr ein bisschen mitgekommen seid. Und ja, nächste Woche geht's zu Hause weiter. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Vergesst nicht, den Channel zu subscriben, gerne ein Like dazu lassen, wenn euch auch ja, der Vlog gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. I don't give if I'm rude. Let me live my life with blitz in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. Yeah, my life is dope. I wear fancy clothes. I'm a hella woke. I got hella flow. As I'm learning dope, I'ma bring the show. Anywhere I go, live a life to the maximum.